from Jitsu. Yeah. Jitsu, Skeletor, Strider, and He-Man figures each sold separately. Gotcha this time, He-Man. Oh, yeah? Now, mighty Strider, charge! Way to go, Strider! Strider and Jitsu, new from the Masters of the Universe collection, each sold separately. Other action figures also sold separately from Mattel. Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und heute geht es, wie in dem tollen Werbespot von Mattel zu sehen, um Strider aus der dritten Wave von 1984. Das Robotpferd der Giganten. Und wo Strider ist, darf natürlich auch Nightstalker nicht fehlen, wie im genialen deutschen Werbespot zu sehen. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Nightstalker, Skeletors Roboterpferd gegen Bäschesaurus mit He-Man. Achtung, der Rambal schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Bäschesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel. Wieder mal ein super Werbespot. Und hier ist Nightstalker aus der vierten Wave von 1985, das Robotpferd der Dämonen. Die beiden Reittiere gehören für mich einfach zusammen, daher habe ich sie in einem Video zusammengefasst. Konzeptzeichnungen sind weder zu Strider noch zu Nightstalker bekannt. Laut Martin Arriola wurde Strider vom Mattel-Designer Colin Bailey entworfen. Im französischen Händlerkatalog von 1984 ist ein handbemalter Prototyp von Strider zu sehen. Es fehlen hier die Aufkleber, der Helm hat noch nicht die finale Form und der Schweif steht nach hinten weg und hängt nicht nach unten, wie bei der finalen Version. Zudem ist er beim Ansatz viel dicker und klobiger. Beim Cross-Cell Art sieht der Schweif dann schon filigraner aus, steht aber immer noch nach hinten weg. Nun sind die Aufkleber vorhanden und der Helm hat die finale Form. Das Cross-Cell Art aus Brasilien weicht farblich leicht ab und auch die Perspektive ist etwas anders. Und hier nun Strider in der Verpackung mit dem großen Sichtfenster. Einmal mehr eine toll gestaltete Box. Wie immer bei den US-Versionen mit dem großen Masters of the Universe Uni-Logo. Dann der Name Strider, Heroic Armored Warhorse und dem Zusatz Half Warhorse, Half War Machine. Strider carries He-Man to victory. Ein Hinweis darauf, dass Strider kein reiner Roboter ist, sondern eine Art Cyborg-Pferd. Das Boxart stammt von William Garland und zeigt He-Man auf Strider. Das Reittier bäumt sich auf und He-Man sitzt in einer Kampfpose in ihm. Und hier das Ganze noch einmal im Detail. Sieht einmal mehr super aus. Interessanterweise ist das Zauberschwert von He-Man hier rot. Unten auf der Box wird noch auf die drei Kanonen hingewiesen. Zwei vorne und eine hinten. Die roten Kanonen lassen sich von oben nach unten bewegen und die andere Kanone hinten lässt sich drehen. Die mechanischen Details sind sehr schön gestaltet. Teilweise sind die Aufkleber schon aufgeklebt und teilweise mussten sie noch angebracht werden. Hier hinten in der Box sieht man die Anleitung und der rote Helm ist ebenfalls zu sehen. Und hier die Anleitung für den internationalen Markt in mehreren Sprachen. Es wird erklärt, wo die Aufkleber anzubringen sind und wie Helm und Schweif angebracht werden können. Und hier noch die Aufkleber. Wie immer mit schönen Details. Und hier der mechanische Kopf noch einmal im Detail. Wirklich schön modelliert. Und das lose Reittier von allen Seiten.
Die Farbgebung sieht super aus mit dem Silber, Braun, Ocker und Rot. Und nun auch mit Helm. Und hier noch einmal in der Box. Leider sind die Beine nicht beweglich, was wirklich schade ist. Und hier die Seite der Box. Auf der anderen Seite das gleiche mit den roten explodierenden Felsen. Auf der Unterseite ist nochmal der Name zu lesen, Stridor. Und das Boxart ist noch einmal zu sehen. Selbstverständlich gibt es auch eine Rückseite. Und hier ist Werbung für weitere Moto-Artikel zu finden. Einmal die Heroic Warriors und die Evil Warriors. Man sieht den Wind Raider, Battle Cat, Soa, Castle Grayskull und noch weitere Fahrzeuge. Schön gestaltet. Ich hatte Stridor damals definitiv als Kind und fand das Robotpferd immer super. Und selbstverständlich gibt es auch wieder etliche Ländervarianten von Stridor. Einmal die Euro-Doppellogo-Box, bei der der Schriftzug Stridor schwarz gehalten ist. Diese Version wurde in Frankreich produziert. Und hier fehlt der Aufkleber unterhalb der vorderen Kanone und muss erst angebracht werden. Dann hier die spanische Unilogo-Box. Hier ist der Aufkleber ebenfalls noch nicht angebracht und der Helm liegt separat bei. Dann die Version aus Brasilien der Firma Estrella. Stridor heißt hier Gladiador und der Helm liegt wie bei der spanischen Version in einem Tütchen bei. Und die Version aus Venezuela, der Firma Rotoplast. Hier haben die Beine von Stridor eine andere Farbgebung und zusätzliche silberne Elemente. Sieht super aus, wie ich finde. Auch hier muss der Aufkleber unter der Kanone noch angebracht werden. Stridor ist auch noch in einem Giftset erschienen, und zwar zusammen mit Fisto. Die beiden wurden ja sehr häufig zusammen vermarktet. Hier in der US-Box mit einem genialen Boxart. Erneut von William Garland. Und hier noch einmal das Boxart im Detail. Fisto reitet auf Stridor und im Hintergrund sind Whiplash und Skeletor abgebildet. Sieht großartig aus. Auf der Rückseite der Box wird wieder für weitere Motorartikel geworben. Insgesamt ein tolles Set. Dieses ist auch in Kanada erschienen, hier mit dem Doppellogo. Und es gibt auch noch eine Version für den europäischen Markt, ebenfalls mit dem Doppellogo. Fisto und Stridor gehören so stark zusammen, dass es sogar ein eigenes Cross-Sell-Art der beiden gibt. Und bevor es mit Nightstalker weitergeht, kurz in die Werbung. Masters of the Universe, the struggle goes on between the heroic warriors led by He-Man and the evil warriors headed by Skeletor. You'll never take Castle Grayskull, Skeletor. You can't stop me. Look out, He-Man, it's Gipsy. You're doomed, He-Man. What happens next? Can He-Man and his heroic warriors preserve the power of the universe? Get your Masters of the Universe collection from Mattel, world's number one toy maker. Ein toller Stop-Motion-Werbespot aus Malaysia, in dem Nightstalker vertreten ist. Das Robopferd der Dämonen ist ein reiner Repaint von Stridor, wobei der Helm in lila nur bei der brasilianischen, venezolanischen und französischen Version beilag. Hier im deutschen Werbemagazin ist eine handbemalte Version ohne Sticker zu sehen. Nightstalker heißt hier Nightmare, was wahrscheinlich ein früher Arbeitstitel für das Robotpferd war.
Ein Crosscell-Art in Farbe von Nightstalker ist nicht bekannt. Aber auf der Rückseite der Frightzone-Box ist ein Crosscell-Art in Rot abgebildet. Und hier nun das Robotpferd der Dämonen in der US-Box mit dem großen Masters of the Universe Uni-Logo. Dem Namen Nightstalker, Evil Armored Battle Steed und dem Zusatz Half Warhorse, Half Fighting Machine. Nightstalker carries Skeletor into combat. Und natürlich gibt es auch wieder ein geniales Boxart, wobei der Künstler unbekannt ist. Hier noch einmal im Detail. Skeletor reitet auf Nightstalker. Vorne im Bild sind Battle Armor He-Man und Mechaneck zu sehen und im Hintergrund Snake Mountain. Und hier nochmal auf der Box. Diese ist leider nicht in bestem Zustand. Habe ich aber vor etlichen Jahren relativ günstig bekommen. Unten auf der Box auch hier wieder der Hinweis auf die Kanonen. Man sieht hier an Nightstalker selbst, dass dieser schon mal ausgepackt war, hat teilweise Farbabrieb und auch die Aufkleber sind schon ausgeblichen. Das Reittier ist gut sichtbar in der Box verpackt und dass es sich um einen reinen Repaint von Stridor handelt, stört meiner Meinung nach überhaupt nicht. Die Farbgebung mit dem Schwarz, Lila und Gold geht super auf. Auch wieder die mechanischen Details. Und eine Anleitung darf nicht fehlen. Hier leider in relativ schlechter Qualität. Und hier das lose Reittier von allen Seiten. Die Sticker sind noch nicht so ausgeblichen und haben wesentlich kräftigere Farben, was natürlich deutlich besser aussieht. Leider sind auch hier die Beine nicht beweglich. Hier die Seite der Box, dem Namen Nightstalker und den explodierenden roten Felsen. Die andere Seite und auf der Unterseite der Box ist wieder das Boxart zu finden. Auf der Rückseite der Box gibt es wieder Werbung für weitere Motorartikel. Natürlich Heroic Warriors und Evil Warriors. Burgen, Reittiere, Fahrzeuge, Soar und auch Stridor ist zu sehen. Nightstalker hatte ich damals auch als Kind und er gefällt mir fast noch etwas besser als Stridor. Selbstverständlich gibt es auch vom Robotpferd der Dämonen einige Ländervarianten. Hier die Euro-Version mit dem Doppellogo und dem zusätzlichen Namen. Die Version aus Frankreich hat im Gegensatz zur US-Version den lila Helm dabei. Dann die kanadische Version, ebenfalls mit Doppellogo. Die spanische Uni-Logo-Box, hier heißt Nightstalker lediglich Stalker. Die Box aus Venezuela der Firma Rotoplast, auch hier mit Masters of the Universe Uni-Logo und mit dem lila Helm. Von der brasilianischen Version von Estrella habe ich leider kein Bild in Originalverpackung gefunden. Hier das lose Reittier, wieder mit Helm. Analog zum Fisto und Stridor Giftset gibt es ein Geschenkset mit Jitsu und Nightstalker. Hier in der US-Box mit einem großartigen Boxart von William George.
und noch einmal im Detail. Jitsu reitet auf Nightstalker und attackiert Fisto. Sieht einmal mehr super aus. Auf der Rückseite der Box werden weitere Motorartikel beworben. Und auch von Jitsu und Nightstalker gibt es ein Cross-Sell Art. Nightstalker und Stridor sind in etlichen Händlerkatalogen, Werbeanzeigen und Illustrationen zu finden. Hier reitet Jitsu Nightstalker und Fisto Stridor. Und auf dieser Abbildung ist erneut Fisto auf Stridor zu sehen. Genauso wie in dieser Werbeanzeige. Und hier erneut. Und natürlich wieder Jitsu auf Nightstalker. Auf dieser Anzeige Stridor ausnahmsweise ohne Reiter. Und Skeletor sitzt auf Nightstalker. Und hier nochmal der Prototyp von Stridor aus dem französischen Händlerkatalog. Im spanischen Figurenkatalog, der häufig statt den Mini-Comics beilag, sind Stridor und Nightstalker auch mehrfach abgebildet. Hier immer zusammen mit He-Man und Skeletor. Von Errol McCarthy gibt es eine tolle Illustration von Fisto und Stridor. Und in einer Werbeanzeige aus den Niederlanden ist He-Man auf Stridor zu sehen. Und hier erneut der Stärkste der Starken auf Stridor, auf dem großartigen Gemälde von Earl Norham. Auf diesem Bild, ebenfalls von Earl Norham, sitzt wieder Fisto auf Stridor. Und auf dem großartigen Figurenposter von William George sind die beiden auch zu finden. Hier noch einmal in der Detailaufnahme. Esteban Maroto hat Stridor auch auf einem Bild verewigt. Dieses Poster lag einem Ehapa-Comic bei und interessanterweise hat Stridor hier einen silbernen Helm und rote Augen, die das Robotpferd fast etwas dämonisch wirken lassen. In den Mini-Comics hat Stridor lediglich einen Auftritt, und zwar im Clash of Arms-Comic. Fistos Streitross trägt einen orangen Helm und hat eine Art Sattel und keinen Schalensitz wie sonst. Stridor kann kräftig mit seinen Hinterläufen ausschlagen. Als Fisto von den Evil Warriors gefangen genommen wird, benachrichtigt Stridor He-Man. Das Robotpferd ist intelligent und kann sogar sprechen. He-Man und Stridor zusammen können Fisto schließlich retten. Und Stridor tritt mit seinen Hinterläufen die komplette Arena-Wand ein. Wie man hier sehen kann, bietet Stridor sogar Platz für zwei Reiter. Nightstalker hat leider keinen Auftritt in den Mini-Comics. In den Golden Books hat Stridor auch einige Auftritte. Neben Fisto sieht man auch Teela auf dem Robotpferd reiten. Und hier ist das Pferd sogar auf dem Cover eines Malbuchs zu sehen. In den Ladybird Büchern gibt es eine ganze Armee von Stridors, die die Heroic Warriors nutzen, um in den Kampf zu reiten. Die Streitrösser haben sogar Geosensoren, die Reiter vor Gefahr warnen. Die Sensoren sind mit den superintelligenten bionischen Gehirnen der Robotpferde verbunden. Im Filmation-Cartoon haben die Heroic Warriors viele androide Pferde und eines heißt sogar Strider mit E. Man-at-Arms baut schließlich ein gepanzertes Pferd namens Stridor, nun mit O, mit dem bekannten braun, silber und orangenem Farbschema. Stridor ist stärker als die anderen Robotpferde und hat einen Sensor, der Gefahr erkennt und den Reiter warnt. Dies geschieht wie bei echten Pferden durch Wiehern. Im Gegensatz zur Spielzeugfigur hat Stridor hier keinen Helm. In einem Kampf mit dem bösen Zauberer Morgoth
zeigt Stridor wahren Heldenmut, als er die vom Magier kreierte magische Barriere durchbricht, die alles Lebendige abhalten soll. Da Stridor nicht lebendig ist, kann er den magischen Edelstein von Morgoth aus der Barriere schlagen, wodurch He-Man diesen zerstören und somit Morgoth Rückkehr verhindern kann. Dankbar trägt He-Man Stridor zu Man-at-Arms, der das Robotpferd repariert und alle Funktionen wiederherstellt. Dabei stellt Man-at-Arms mit einem speziellen Gerät fest, dass Stridor von Freiheit träumt, obwohl er ein Roboter ist. Die Sorceress merkt an, dass der Kampf mit Morgoth einen Lebensfunken in Stridor erweckt hat und er nun einen eigenen Geist besitzt. Man-at-Arms erfüllt schließlich Stridors Wunsch nach Freiheit und entlässt das Pferd. He-Man denkt jedoch, dass Stridor wiederkommen würde, wenn er gebraucht wird. Nightstalker sollte ebenfalls im Filmation-Cartoon auftreten, was aber nie umgesetzt wurde. Der Name ist hier noch Nightmare, wie gesagt, wahrscheinlich ein früher Arbeitstitel für Nightstalker. In den UK-Comics ist Stridor ein tapferes und loyales Streitross, das für gewöhnlich von He-Man oder Fisto geritten wird. Auf diesem Cover ist Stridor kurioserweise in den Farben von Nightstalker koloriert. In der Geschichte wird aber klar, dass es sich definitiv um Stridor handelt. Hier ist dann wirklich Nightstalker auf einem Cover zu sehen und Skeletor reitet auf ihm. Es gibt in den UK-Comics sogar mehrere Nightstalkers, die von den Evil Warriors wie zum Beispiel Beastman oder Clawful genutzt werden. Die meisten bösen Pferde sind mechanisch. Hier reitet Triclops allerdings ein organisches Pferd in den Farben von Nightstalker. Es wird allerdings nicht explizit erwähnt, dass es sich um Nightstalker handelt. In den späteren UK-Comics wurden einfach Geschichten aus den Ehapa-Comics übernommen und ins Englische übersetzt. Dazu gleich mehr. Im UK Motu Annual ist einmal mehr Fisto auf Stridor zu sehen. Und selbstverständlich wurden die beiden Robotpferde auch massiv in Deutschland beworben, wie in den deutschen Werbemagazinen. Hier noch einmal die frühe Version von Nightstalker, noch unter dem Arbeitstitel Nightmare. Das Robotpferd der Dämonen ist Skeletors mechanisches Streitross. Es ist schwer gepanzert und mit schwenkbaren Energiestrahlern ausgerüstet. In einem der späteren Werbemagazine heißt Nightstalker dann auch wirklich Nightstalker. Hier reitet Skeletor auf ihm. Stridor darf natürlich auch nicht fehlen in den deutschen Werbemagazinen. Das gepanzerte Streitross gilt als unbesiegbar. Sein gleichmäßiger Stampfschritt lässt die Erde erzittern und schlägt jeden Gegner in die Flucht. Hier reitet einmal mehr He-Man auf dem Robotpferd. Den Werbemagazinen lagen zwei Figurenposter bei, auf denen Jitsu auf Nightstalker und Fisto auf Stridor zu sehen sind. In den deutschen Interpart-Comics dürfen die beiden Robotpferde auch nicht fehlen. Die Beschreibung von Stridor entspricht der aus den Werbemagazinen, wobei die Farbgebung bis auf den Schweif hier eher an Nightstalker erinnert. In den Geschichten selbst hat Stridor allerdings wieder das bekannte Farbschema. Hier ist Evil-Lyn auf Nightstalker zu sehen. Und auf dieser Seite sitzt Skeletor auf einem Robotpferd, das rot-braun ist. Die Farbgebung wich bei Interpart häufiger ab, da kann davon ausgegangen werden, dass es sich auch hier um Nightstalker handelt. In den deutschen Ehapa-Comics ist Stridor in einer ungewöhnlichen Farbgebung zu sehen. Das Robotpferd ist hier blau-rot. Man-at-Arms kämpft auf Stridor mit Skeletor, der auf Nightstalker reitet. Dieser scheint hier halb Roboter, halb Dämon zu sein. Er wurde für den Angriff auf Eternia programmiert und hat Laserkanonen. Meist sitzt Skeletor auf Nightstalker, aber hin und wieder sieht man auch andere Evil Warriors auf dem Robotpferd. Hier scheint es zwei Nightstalkers zu geben und King Hiss und Many Faces liefern sich ein Rennen.
Und hier ist Nightstalker auf der Rückseite eines Comics zu sehen, auf der immer für das nächste Comic geworben wurde. In den Europa-Hörspielen sind die Robotpferde ebenfalls vertreten. Man-at-Arms hat Stridor gebaut und stellt das Streitross gleich zweimal seinen Freunden vor, was unter Umständen ein Fehler im Skript ist. In Folge 12, Der Herr der Wespen, hat Stridor noch keine Bedeutung für die Handlung. In Folge 13, Skeletors Sieg, unternimmt Prince Adam einen Proberitt auf Man-at-Arms Erfindung und gerät direkt in eine Falle Skeletors. In Folge 18, Mechaneck und das Erbe des Grauens, unternimmt Mechaneck einen Ausritt auf Stridor. Er wird in der Wüste von Hordak überrumpelt, der ihm das Robotpferd stiehlt. Hordak lässt Stridor allerdings wieder laufen. Das Streitross versteht Anweisungen und kann allerlei Hindernisse überwinden. Das mechanische Dämonenpferd Nightstalker ist der Gegenpart zu Stridor. Nightstalker wird in Folge 13 Skeletors Sieg eingeführt und Trapjaw reitet auf ihm in die Schlacht. Kurioserweise wird das Robotpferd anfangs noch Nightmare genannt, der ursprünglich geplante Name. Eine wichtige Rolle spielt Nightstalker in Folge 19, das Dämonenpferd, wo er sogar auf dem Cover zu sehen ist. Orko findet das Pferd auf einer Weide und bringt das mechanische Reittier in die Stadt. Was Orko nicht weiß, ist, dass er damit auch eine Schlafbombe mit in die Stadt gebracht hat, wodurch die Bevölkerung ausgeschaltet und auch Soa getroffen wird und plötzlich im Streitross gefangen ist. Laut einer alten Prophezeiung soll sich Soa in einen Dämonen verwandeln, wenn jemand versucht, ihn zu befreien. Man-at-Arms gelingt es schließlich, den Vogel unbeschadet zu retten. Nightstalker bleibt aber im Besitz der Evil Warriors. Interessanterweise erkennen Orko und He-Man Nightstalker nicht wieder, obwohl sie ihm 6 Folgen zuvor schon begegnet sind. Zudem wird Nightstalker in dieser Geschichte und auch in Folge 27 Soa im Strudel der Zeit nie beim Namen genannt. Es ist lediglich vom Dämonen- oder Robotpferd die Rede. Sein Name wird erstmals in Folge 33, das Zauberschwert des Bösen, genannt, wo Nightstalker erneut auf dem Cover zu sehen ist. Dragstor kehrt auf ihm aus der Ebene der Ewigkeit zurück. In der 2000X-Line gibt es leider keine Versionen von Nightstalker und Stridor. Daher folgt nun ein großer Sprung zu den Masters of the Universe Classics, wo die beiden Robotpferde auch erschienen sind. Zunächst wurde Nightstalker herausgebracht, hier in der Box mit dem grünen Grayskull-Steinen. Das Dämonenpferd füllt fast die ganze Box aus und leider ist sein Kopf in der Verpackung kaum zu sehen. Das Farbschema ist natürlich aus den 80ern übernommen und unter dem Pferd sieht man den lila Helm, der neu modelliert ist und vom Vintage-Vorbild abweicht. Und hier das lose Reittier. Das größte Plus ist, dass die Beine nun beweglich sind und somit verschiedene Posen möglich sind. Auch die 3 Kanonen und ein beweglicher Schweif sind wieder vorhanden. Der Hals besteht aus mehreren gepanzerten Elementen und ist ebenfalls beweglich. Die Schaltkreise über den Beinen sind modelliert und das Kontrolldisplay wurde durch einen Sticker umgesetzt. Leider fehlen die Frontsticker und die Seitensticker im Sitzbereich komplett. Insgesamt aber trotz der angesprochenen Mängel eine schöne Umsetzung. Selbstverständlich gibt es auch eine Rückseite der Box mit Werbung für weitere Figuren und einer Abbildung von Nightstalker. Eine Biografie wurde erst später nachgeliefert und es gab beim Verkauf lediglich eine kurze Beschreibung. Dort wird Jitsu erstmals offiziell als Meister des Robotpferdes genannt, obwohl er schon in den 80ern häufig zusammen mit Nightstalker angepriesen wurde, wie zum Beispiel im Tupac. In den 5 Dingen, die man über Nightstalker wissen muss, wird der Werksname Equestrian Model Nummer 4965 genannt. Die Nummer ist von der Produktionsnummer aus den 80ern übernommen. Eine schöne Hommage, wie ich finde. Des Weiteren wird auf die UK-Comics
die Laserkanonen und Jitsu und Skeletor als Verbündete hingewiesen. In der nachgereichten Biografie sieht man ein Profilbild, das vom Boxart des Nightstalker und Jitsu Tupacs übernommen ist. Und es wird erklärt, dass das Streitross von Triclops und Trapjaw als Antwort auf Stridor gebaut worden ist. Nightstalker ist trotz seiner Größe sehr schnell und mit 3 Kanonen ausgestattet. Skeletor ist einige Male auf dem Pferd in den Kampf geritten. Aber vor allem Jitsu ist am gepanzerten Pferd interessiert. Als er zum Herrn von Snake Mountain wird, erlangt er die Überreste der Hate Stones und setzt sie in Nightstalkers Augenhöhlen ein. Dies verwandelt Nightstalker von der geistlosen Maschine zum mechanischen Albtraum. Von dem Tag an glühen die Augen des Robotpferdes voll Heimtücke und bösen Absichten. Letztendlich wendet sich das Dämonenpferd gegen Jitsu und verschwindet in die verdorbenen Ebenen der dunklen Hemisphäre. Insgesamt eine gelungene Biografie, wie ich finde. Als Nightstalker herauskam, war abzusehen, dass auch Stridor erscheinen würde. Dies geschah allerdings erst, als Super 7 den Motu Brand übernommen hatte. Hier die Werbeanzeige. Und das Robotpferd in der Box mit den grünen Grayskull-Steinen. Man sieht hier etwas mehr vom Kopf in der Verpackung, aber optimal ist es auch hier nicht gelöst. Man erkennt sofort, dass es sich hier um einen reinen Repaint von Nightstalker handelt. Dies ist natürlich schade, weil zum Beispiel die Schaltkreise oberhalb der Vorderbeine bei dem Vintage-Reittier gar nicht vorhanden waren, sondern dort der Aufkleber mit den 2 gekreuzten Äxten angebracht war. Des Weiteren sind die Silberparts hier lediglich in einem leicht glänzenden Grauton gefertigt. Trotz dieser Mängel sieht das Robopferd aber gut aus. Hier das lose Reittier. Natürlich sind auch hier die Beine und der Hals beweglich. Es liegen sogar 2 Helme bei. Einmal der Nightstalker-Helm als Repaint, der Stridor einen ziemlich bösen Blick verleiht. Und dann der Helm, der an dem des Vintage-Spielzeugs orientiert ist. Und hier noch einmal Stridor in seiner ganzen Pracht. Selbstverständlich gibt es auch eine Rückseite der Box mit Werbung für weitere Figuren von Super 7 und einer Abbildung von Stridor. Auch hier wurde eine Biografie nachgereicht. Das Profilbild stammt vom Stridor und Fisto Tupac aus den 80ern. Das Robotpferd Stridor war das erste Modell einer neuen von Man-at-Arms geschaffenen Kavallerie. Man-at-Arms hat die vom Archäologen Melacta entdeckten preternischen Vorlagen modifiziert und Stridor zu einem sehr schnellen Bodentransporter gemacht, der mit Kanonen ausgestattet ist. Der Waffenmeister hat Stridor auch eine künstliche Intelligenz mit der Fähigkeit gegeben, aus seinen Erfahrungen zu lernen, damit er seinen heroischen Herrn besser dienen kann. Infolgedessen lernt Stridor von He-Man Selbstaufopferung und Heldenmut. Während eines Kampfes mit dem Zauberer Morgoth opfert sich Stridor, um Morgoth magischen Edelstein zu zerstören. He-Man trägt das scheinbar unwiderruflich beschädigte Ross nach Castle Grayskull, wo Man-at-Arms und die Sorceress erkennen, dass Stridor die Magie des Edelsteins absorbiert hat. Dies verleiht ihm einen lebendigen Geist und repariert auf wundersame Weise seinen Schaden. Nachdem Stridor freigelassen wird, freundet er sich mit dem heldenhaften Fisto an und trägt ihn viele Male gegen seinen Rivalen, den Kriegsherrn Jitsu und dessen böses Schlachtross Nightstalker, in die Schlacht. Insgesamt, wie bei Nightstalker auch, eine gelungene Biografie, wie ich finde, in der es natürlich haufenweise Referenzen gibt, wie zum Beispiel die Ursprungsgeschichte von Stridor aus dem Filmation-Cartoon. Trotz der angesprochenen Schwächen sind die beiden Robotpferde eine schöne Ergänzung für jede Classic-Sammlung. In meiner Sammlung habe ich die beiden vor allem aus Platzgründen allerdings leider nicht. In den modernen Comics von DC gibt es einmal mehr eine ganze Herde von Stridors, die King Randors 5. Division in die Schlacht von Sarn's Scepter tragen. Im He-Man Thundercats Crossover ist erneut Fisto auf Stridor zu sehen.
Auch von Nightstalker gibt es eine ganze Herde. Diese werden von King He-Mans Truppen in einer düsteren Version der Zukunft geritten. Dort ist King He-Man ein tyrannischer Herrscher und seine Truppen sind auf den Dämonenpferden zu sehen. Von Funko gibt es eine Version von Nightstalker im Tupac mit Skeletor. Auch das Robotpferd hat den für Funko typischen übergroßen Kopf. Und von den Eternia Minis ist ein Tupac mit Fisto und Stridor angekündigt. Auf dem ersten Bild sieht der Stridros wirklich gut aus, wie ich finde. Mich würde es nicht wundern, wenn Stridor und Nightstalker auch bei den Origins bald erscheinen. Dann hoffentlich in Tupacs mit Fisto und Jitsu in schönen Boxen. Und damit neigt sich das Review zu Nightstalker und Stridor auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.